Bei der Geburt Jesu, diese Engel, die da von diesen Hirten gesehen worden sind, diese gigantische Schar von Engeln, diese überwältigende Schar von Engeln, wo ich mir vorstelle, dass der ganze Himmel auf einmal hell war und leuchtend war und mit einer unzählbaren Schar von diesen himmlischen Wesen gefüllt war, ja, dass die komplett überwältigt waren, ist doch völlig logisch, ist doch völlig klar, ja, eine gigantische Masse von Engeln. Wenn wir in der Bibel lesen, war es so, wenn immer ein Engel erschien, dass die Leute schon schockiert waren und hier eben die Menge der himmlischen Herrscher. Wirklich, wirklich dramatisch. Es geht um Übernatürliches, es geht darum, dass das Übernatürliche sich im Natürlichen manifestiert. Das ist eigentlich Glaube, das ist eigentlich das, worum es bei uns geht, ja, dass das Übernatürliche, das Himmlische, das Göttliche, sich im Natürlichen, in unserer ganz normalen Welt manifestiert und zu sehen ist. Jesus war jemand, der komplett im Übernatürlichen lebte. Seine ganzen Zeichen, Wunder, Heilung, Krafttaten sprechen immer davon. Und er sagte mehrfach, ich tue nur, was ich vom Vater höre. Das heißt, er hörte vom Vater. Und er sagte, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Aha, das heißt, er hatte eine Möglichkeit, in der übernatürlichen Welt zu sehen, den Vater zu sehen. Ja? Und genau das, was er gesehen hat, genau das, was er gehört hat, das hat er umgesetzt. So, und Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser absolutes Vorbild. Er ist derjenige, dem wir nacheifern, der für uns der Maßstab ist. Ne? So. Manifestation des Übernatürlichen im Natürlichen. Wunder, Zeichen, Heilung. Das sind Dinge, wo der Himmel die Erde berührt. Ich bin sicher, und die Bibel berichtet uns das auch ganz unmissverständlich, dass in der Urgemeinde das ganz genauso war. Beispielsweise gibt es die Story, wo Petrus übernatürlich aus dem Gefängnis herausgeholt worden ist. Du kennst die Situation bestimmt. Er wurde übernatürlich aus dem Gefängnis geholt und dann ist er da zu dem Haus gegangen, wo die Gemeinde versammelt war und die Magd kam an die Tür und hat vergessen, ihm die Tür aufzumachen und rannte wieder zurück in die Gebetsversammlung, sage ich mal. Und sie haben dann zu ihr gesagt, nee, das ist nicht der Petrus, das ist sein Engel. Das heißt, die hatten zu dem Zeitpunkt eine höhere Erwartung, dass da sich ein Engel zeigt, als dass die reale Person da wieder erscheint. Da hatten sie mehr eine Hürde zu nehmen, um das glauben zu können. Aber dass ein Engel war, das war fast normal. Weißt du, ich glaube, es ist völlig normal, völlig gesund, völlig richtig, wenn Nachfolger Jesu sich ausstrecken danach, in das Übernatürliche hineingehen zu können. Mit dem Herrn in das Übernatürliche, in das Himmlische hineingehen zu können. Das ist gut. Das entspricht den Missionsbefehlen. Das ist gesund. Das ist ein Zeichen von gutem, gesunden Christenleben, was sich in die richtige Richtung entwickelt. Ja? Ich bin sicher, der Herr möchte, dass wir ihn sehen. Und ich bin sicher, der Herr möchte, dass wir immer mehr im Übernatürlichen wandeln. Hier habe ich beispielsweise eine coole Bibelstelle. Die ist wirklich gut, die solltest du dir aufschreiben. 2. Korinther 4, Vers 18. 2. Korinther 4, Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das ist ja eigentlich ein Paradox, ne? Paulus schreibt hier, wir schauen das, was unsichtbar ist für die normalen Menschen, ja, mit den natürlichen Augen. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir schauen in das Ewige, wir schauen in das Himmlische, wir schauen in das Unsichtbare. Ich möchte dir jetzt so ein bisschen meinen Werdegang, wie ich in dieses Schauen, in dieses Sehen des Übernatürlichen hineingekommen bin, so ein bisschen mit dir durchgehen. Vor vielen Jahren schon habe ich ganz intensiv angefangen, mich nach Gott auszustrecken, habe immer wieder gebetet, Herr, ich will dich sehen, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich will dein Angesicht sehen, Vater, ich möchte dein Angesicht sehen und so weiter. Und immer wieder, ich habe das eine lange Zeit lang gemacht, weil in mir einfach ein Verlangen danach war, diese Offenbarung zu haben vom Herrn.
Und dann im Lauf der Zeit kam es dazu, dass ich auf einmal Bilder hatte, Visionen hatte, ab und zu auch mal einen Traum, nicht ganz so häufig, das war dann eher selten, Eindrücke hatte, viel gehört habe und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann ganz intensiv mit der Thematik beschäftigt habe und sogar ein Buch darüber geschrieben habe. Da geht es schwerpunktmäßig um den Himmel, Entdeckungsreise im Himmel. Ja, ein Buch über das Thema, wie man im Übernatürlichen, nein, wie ich das Übernatürliche erlebt habe, wie ich im Übernatürlichen Dinge gesehen habe und realisiert habe, vor allen Dingen in der himmlischen Dimension. Weißt du, diese ganze übernatürliche Dimension, diese geistliche Realität, die ist ja nicht irgendwie irgendwo weg. Ist ja nicht so, dass du jetzt hier den Himmel hast und dann kommt da wie so eine Hülle um die Erde irgendwie der zweite Himmel oder was, ja, wo die Dämonen sind und so weiter und irgendwann noch weiter weg ist dann der dritte Himmel. Nein, das ist ja nicht im räumlichen Sinne weg von uns. Das ist nur im erkenntnismäßigen Sinne von uns entfernt. Der Himmel ist ja hier um uns herum. Es ist nur eine andere, wie, kannst du dir so vorstellen, wie eine andere Dimension, über die du noch keine Erfahrung hast, noch keine Offenbarung hast. Schau mal beispielsweise, wenn du betest, O Herr, ich preise dich, ich rühme deinen Namen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach kurz gebetet. Glaube ich, dass Gott das gehört hat? Ja. Warum? Weil ich weiß, dass er da ist. Nun, wo Gott ist, ist der Himmel, ist das Übernatürliche. Er ist direkt um uns herum, er ist direkt da, er ist sogar in uns durch den Heiligen Geist. Ja, wir müssen uns davon verabschieden zu denken, naja, das ist dann irgendwie hinter der nächsten Galaxie oder irgend so ein Quatsch. Nein, es ist da, es ist real da, wie nur eine andere Dimension, die wir eben so nicht erfassen können, aber die doch unser ganz normales Leben durchdringt. Und deshalb können auch Engel beispielsweise einfach auf einmal in das Natürliche hineinkommen, wie aus dem Nichts. Oder Jesus kann auf einmal erscheinen und durch Wände gehen oder durch geschlossene Türen gehen oder sowas. Ja, oder dieser Engel kann Petrus, wie wir vorhin hatten, aus dem Gefängnis rausholen und die Türen öffnen sich, weil einfach dieses Übernatürliche direkt da ist. Ja? Es ist nicht zeitlich und nicht räumlich von uns entfernt. Im Geist gibt es keine Entfernung, eine ganz wichtige Wahrheit. So, und deshalb glaube ich, dass Gott uns die Augen öffnen will in diese übernatürliche Welt, die um uns herum ist. Engel sind um dich herum, auch dämonische Kräfte sind um dich herum, dass man die sehen kann, dass der Herr uns die Augen öffnet, dass wir eine Erkenntnis dafür bekommen, und zwar immer mehr. Ja, dass er uns die Augen des Herzens erleuchtet, immer mehr. Dass er unser Verständnis, ja, für diese uns umgebende Realität immer mehr erweitert. Ne? Und wir dürfen sozusagen das Übernatürliche als Kinder Gottes entdecken. Entdecken. Und das Wort entdecken ist eigentlich ein super cooles Wort in dem Zusammenhang. Weil entdecken heißt ja, dass da eine Decke drüber ist. Ne? Du machst die Decke weg und dann hast du es entdeckt. Ne? Sowas wie aufdecken. Entdecken. Und das trifft den Sachverhalt wirklich eigentlich ganz genau. Da ist irgendwas, das ist irgendwie für uns zugedeckt und die Decke wird weggenommen und auf einmal ist es völlig klar und wir können es sehen. Jetzt lese ich dir eine interessante Bibelstelle aus 2. Korinther vor. Und erstmal geht es im ersten Teil um ein Thema, was scheinbar wenig damit zu tun hat, weil da geht es um die geistliche Verblendung des Volkes Israel bzw. der Juden hinsichtlich der Erkenntnis des neuen Bundes. Aber dann geht es weiter. Paulus schreibt, also 2. Korinther 3, Abvers 14, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Also er bezieht sich hier auf diese Decke, die bei dem Angesicht von Mose war, als er in der Gegenwart Gottes war. Und die war so herrlich und er hat sein Angesicht hat gestrahlt, dass man ihm eine Decke übergehängt hat. Ja?
Das ist der Punkt, wo es mir drauf geht. Und er sagt, Achtung, es ist wie eine Decke dazwischen, zwischen der Herrlichkeit Gottes und eben dem Volk Israel. Da ist eine Decke. Und diese Decke kann nur weggenommen werden in Christus. Ja? Wenn das Volk Israel sich dem Herrn zuwendet, dann wird die Decke weggenommen werden. Gut, das ist völlig klar. Also eine Decke zwischen uns oder dem Volk Gottes und dem, was der Herr hat. Da gibt es eine Barriere. Und genau das Gleiche gilt auch eigentlich für uns Christen und eigentlich sogar für jeden Menschen. Ja? Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er sich dem Herrn zuwendet, wird eine Decke weggenommen. Und er erkennt auf einmal Dinge, die ihm vorher verborgen waren, ne? Die sein Herz bedeckt hatten. Auf einmal werden Sachen klar, die nur der Heilige Geist offenbar machen kann. Und so glaube ich, dass es auch eine Decke gibt, die uns davon abhält, in die geistliche Dimension hineinsehen zu können. Ja, in das Übernatürliche hineinsehen zu können, in die himmlische Welt hineinsehen zu können. Ne? Und das ist etwas, wo wir den Herrn bitten müssen, uns an die Hand zu nehmen, um das zu entdecken. Denn, wenn wir jetzt weiterlesen, unmittelbar am direkt darauf folgenden Vers, dann lesen wir Folgendes. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und das ist ein wirklich bekannter Bibelvers. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. What? Was sagt Paulus hier? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir alle. Das gilt für alle Kinder Gottes. Das gilt für dich, das gilt für mich. Es gibt keinen Unterschied. Das sind nicht die Heavys, das sind nicht die Profis, das sind nicht die Supermänner, das sind nicht irgendwelche Asketen oder Leute, die, keine Ahnung, dreimal im Jahr 40 Tage fasten oder sowas. Nein, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Diese Decke ist weggenommen. Das ist das, was Paulus hier in 2. Korinther sagt. Er sagt, für das Volk Israel, die Juden, die haben noch das Problem. Aber für uns, die wir Christen sind, ist diese Decke weggenommen. Und er spricht hier von Schauen. Ja? Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Und ich glaube, dass das die absolute Wahrheit ist. Ich glaube, dass das für dich und für mich gilt. Wir dürfen den Herrn sehen. Wir dürfen seine Herrlichkeit sehen. Wir dürfen das Übernatürliche sehen. Wir dürfen in die himmlische Dimension sehen. Es steht uns zu. Und es ist nicht für irgendwelche Superprofis. Es ist für uns alle. So, wenn du also sagst, ich will die Herrlichkeit des Herrn sehen, bist du nach meinem Verständnis 100% auf der Linie der Bibel. So, und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Weißt du, ich habe mich gefragt, ey, ich lese was. Ist das Realität in meinem Leben? Nein. Und ich sagte, da muss ich reinkommen. Herr, ich will das sehen. Ich will diese Herrlichkeit sehen. Nimm die Decke weg. Ich muss dich sehen. Und genauso kannst du dich fragen, siehst du wirklich die Herrlichkeit des Herrn? Ist das Realität in deinem Leben? Hast du echte geistliche Offenbarung darüber, wirklich in die geistliche Dimension sehen zu können? Hey, der Herr hat das für dich. Er möchte dir das schenken. Denn Paulus schreibt ja auch nicht in Zukunftsform. Dermaleinst im Paradies werden wir den Herrn sehen. Oh ja, da brauchst du allerdings keine übermäßige geistliche Offenbarung. Das ist dann wirklich für alle. Ne? Es geht hier nicht darum. Er sagt, hier und jetzt. Ne? Und er sagt, wir alle. Halleluja. Also, mit aufgedecktem Angesicht. Nichts, was die Sicht verhüllt. Ohne Decke, ohne Schleier. Dürfen wir die Herrlichkeit des Herrn sehen. Da fiel mir eine interessante Begebenheit aus dem Alten Testament, die du bestimmt kennst. Das ist diese relativ bekannte Story von Elisa. Elisa, der aus verschiedenen Gründen sollte die Heeresmacht des feindlichen Königs von Aram, wollte ihn gefangen nehmen. Ja? Sie wollten ihn also catchen. Und so haben sie sich bei Nacht und Nebel aufgemacht und haben eine entsprechende Heeresmacht in den Ort geschickt, wo er da war. Und dann lesen wir in 2. Könige 6,
ab Vers 15 folgendes. Und als der Diener des Mannes Gottes, also Elisa, früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. So, der Diener hat wahrscheinlich ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, weil, was war das, ja? Wahrscheinlich hat er gezählt. Okay, wie viele sind bei uns? Eins, zwei. Okay, wie viele sind da? Massen. Und dann war es so, Elisa betete und sagte, Jahwe, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete Jahwe die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie diese Durchdringung des Übernatürlichen in das Natürliche funktioniert, wie das hereinreicht. Und Elisa, der konnte in diesen übernatürlichen Bereich hineinsehen. Das war ein Mann Gottes, das war ein Prophet, ein Seher. Der konnte da Dinge sehen, die dem fleischlichen Diener, die Bibel ist da mit den Dienern von Elisa nicht sehr schmeichelhaft in ihren Kommentaren, ja, die dem fleischlichen Diener verborgen waren. Elisas Diener bekam die Augen geöffnet auf dieses eine kleine Gebet hin und auf einmal hat er die Wirklichkeit des Übernatürlichen gesehen, hat die geistliche Welt gesehen. Jetzt pass mal auf. Dadurch, dass er das gesehen hat, hat sich die Situation überhaupt nicht verändert. Die war ja vorher genauso da. Er hat sie nur nicht realisiert, er hat sie nicht gesehen. An der eigentlichen faktischen Situation hat sich nichts verändert. Nur an seiner Erkenntnis hat sich etwas verändert. Ja? Seine Sehfähigkeit, sein Verständnis, das hat sich geändert. So, Elisa als geistlicher Mensch hatte den freien Blick. Er konnte diese ganze Kampfsituation in der geistlichen Dimension wahrnehmen. Der Diener, der brauchte dieses Gebet. Was ich ja so bemerkenswert finde, es war nur ein kurzes Gebet, ein einziges Gebet reichte und der Diener bekam die Augen geöffnet. Ja, allerdings ist es leider bei uns meistens, nicht immer, aber meistens nicht ganz so einfach. Ja, wenn man nur ein Gebet, zack, und alles ist super. Denn normalerweise ist es ein Prozess, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, ein Prozess, wo man reinwächst, ein Prozess, wo man immer mehr Dinge mit dem Herrn erlebt und dann so in eine Reife hineinkommt. Ich sage gleich noch was dazu. Aber zunächst einmal möchte ich dir noch einen Text weitergeben, der so richtig mein Herz berührt hat. Also das ist jetzt was sehr Persönliches, wo ich also einfach die Freiheit habe, dir das mal weiterzugeben. Vor langer Zeit hat der Herr nämlich über genau diese Situation mit dem Sehen können, zu mir gesprochen. Und ich lese dir das vor. Am besten ist es, wenn du jetzt dich richtig auf Empfang stellst. Vielleicht machst du die Augen zu und hörst dir das einfach mal an. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, wo alles so nach unserem Herzen greift, alles nach Aufmerksamkeit schreit, alles unter dem Blick auf sich ziehen will, worauf es wirklich ankommt, den Blick zu richten. Es war ein Diktat des Herrn. So oft habe ich dich gerufen, habe dich eingeladen zu schauen, zu entdecken, zu erkennen, das faszinierende Leben Gottes um dich herum wahrzunehmen, die geistliche Welt voll Segen, Kraft, Freuden, Gunst, Gnaden erweisen, voll von dem, was ich dir und deinen Brüdern und Schwestern geben will. Ich habe so viel mehr für dich. Doch dem Feind ist es gelungen, deinen Blick zu fesseln. Und du blickst gebannt auf die Dinge, die unten sind. Irdische Dinge, vergängliche Dinge, unwerte Dinge. Ich möchte zart deinen Kopf nehmen und ihn anheben, sodass du nach oben blicken kannst. Ins Licht, in mein Angesicht. In das, was ich für dich bereitet habe.
Worauf blicken die Augen deines Herzens, mein Kind? Was lässt du in deinen inneren Menschen hinein? Was füllt dein Denken, deine Empfindungen, deinen Sinn? Wenn es nicht das ist, was ewig ist, dann ist es nicht wert, dass du darauf schaust. Es beschwert dein Herz, betrübt deinen Geist, raubt deine Freude, deine Kraft, deinen Sieg. Schau mich an. Schau mir ins Gesicht. Siehst du mich? Ich bin da. Ich will dir die Augen öffnen. Du darfst mich sehen. Du sollst mich sehen. Du musst mich sehen. Mein Geist ist in dir und durch ihn sind wir eins. Du und ich. In Ewigkeit untrennbar eins. Wer sagte dir, dass du mich nicht sehen kannst? Wer lehrte dich, dass das Natürliche wichtiger ist als das Geistliche? Wer sagte dir, dass du nur in der irdischen Vergänglichkeit lebst? Du bist eins mit mir, ein Tempel meines Geistes. Und da, wo ich bin, da ist der Himmel. Da, wo mein Geist ist, da ist der Himmel. Ich möchte dir die Augen öffnen, dass du sehen kannst. Sehen. Lass zu, dass ich dir die Augen öffne und alle Blindheit fortnehme. Ich habe viel mehr für dich, als du erahnt hast. Viel mehr. Halleluja. Mich hat der Herr da so geführt, dass ich, wie gesagt, Bilder und Visionen hatte und die haben erst überhaupt nicht zusammengepasst. Das waren Impulse, Eindrücke. Längere, kürzere, manchmal sehr, sehr intensive, manchmal welche, die vielleicht eine Stunde gedauert haben, welche, die waren nur ein paar Sekunden. Ja, aber er hat mich da hineingenommen und dann fängt man an, das aufzuschreiben, sehr wichtig, dass man das notiert, ja, auch wenn man Sachen nicht versteht, sich aufschreiben, ja, so ein Visions-, geistliche Impulse, Traumtagebuch zu führen, wirklich wichtig. Und dann einfach da mit dem Herrn weiterzugehen und weiterzugehen und weiterzugehen. Und manche Sachen waren bei mir auch so, dass ich sie, wie soll ich mal sagen, da habe ich was gesehen und das hörte dann auf. Und vielleicht ein paar Wochen später oder vielleicht auch schon am nächsten Tag ging es dann weiter, setzte an der gleichen Stelle an. Das waren dann so einfach mehrere Teile, wo es sich angeknüpft hat. Und das war sehr cool. Ich werde dir drei Beispiele von Sachen, die ich so gesehen habe, einfach mal weitergeben. Aber vorher möchte ich noch was sagen. Viele, viele Christen erleben Folgendes. Wenn sie im Gebet sind oder in der Anbetung sind, dann empfinden sie, dass sie wie auf einer Wiese stehen. Ja, vielleicht haben sie ein weißes Gewand an, was hell ist, aber sie sehen Blumen oder sie sehen Gras sehr häufig. Manchmal ist da ein Weg, manchmal nicht. Und irgendwie geht so ein Hügel hoch. Und manche beschreiben genauestens wie das, was sie so um sich herum sehen, was da ist, ja, mit Blumen und was nicht alles. Und oben auf dem Hügel steht Jesus. Also ich weiß nicht, ich würde mal sagen, dass es Zehntausende von Christen allein in Deutschland gibt, die solche Impulse schon hatten, die sowas schon mal gesehen hatten, die schon mal so etwas empfunden haben, in welchem Maß auch immer. Und der Punkt ist, dass du dann zu Jesus bitte hinläufst. Nimm ihn in den Arm, umarm ihn, klammer dich an ihm fest, sag ihm, wie du ihn liebst und so weiter. Geh, wenn du so etwas hast, einfach weiter. Ja, weiter in diesem Impuls, den du hast. Ja, du hast das ist der Anfang von einer Vision, das ist der Anfang von einem Bild, in dem du dich hineinbewegen kannst. Und das, wie gesagt, haben sehr, sehr viele Menschen. Ich habe das auch häufig, ja, sehr häufig. Und dann muss man einfach reingehen, tatsächlich. Sagen, Herr, ich möchte jetzt hier mit dir mich da hineinbewegen, zeig mir was, sprich zu mir und so weiter. Ne? Und du wirst sehen, das ist wahrscheinlich so der erste Einstieg, den der Herr uns schenkt, um in diese
ganze große Thematik im Übernatürlichen sehen zu können, vorwärts zu gehen. So, wie gesagt, ich hatte dann, das ging ja über mehrere Jahre, so verschiedene Sachen, manches war auch Käse, ja, wo du später dann zurückschaust und sagst, na, das war irgendwas, ja, also einfach, man muss es lernen. Es ist etwas, ein Prozess, wo du reingehst, ich sag gleich nochmal was dazu. Aber dann nach einiger Zeit wurden die Sachen sehr komplex, sehr inhaltsstark und auch sehr unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Und da möchte ich dir eine Sache hier vorlesen, folgende Situation. Es war in der Nacht, ich war wach. Und plötzlich realisiere ich, dass Jesus sich neben mir befindet. Und er fragt mich, das finde ich ja schon mal cool, er fragt mich, ob ich bereit bin, etwas zu sehen. Weißt du, der Herr fragt uns häufig so etwas. Also zumindest war es bei mir so. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht in 100% der Fälle Ja gesagt. Manchmal war ich zu müde oder manchmal hatte ich einfach, ich weiß nicht. Aber meistens, war ich natürlich ganz begierig. Ich habe gedacht, ja, und so auch hier. Ich bejahte. Und dann sagt Jesus zu mir, dann werde ich dir einen sehr, sehr schönen Ort zeigen. Okay. Kurze Zeit darauf empfand ich, dass wir so wie durch den Raum fliegen. Und dann befand ich mich in absoluter Dunkelheit. Er war neben mir. Es war nicht das Geringste zu sehen. Alles total schwarz. Ein ganz, ganz hauchfeinen, leisen Wind habe ich wahrgenommen. Es war nicht das Geringste zu sehen, nicht das Geringste zu hören. Es war absolut ruhig. Und dann wusste ich irgendwie, muss hier eine riesige weite Ebene oder sowas sein, wo wir stehen. Und dann wurde es langsam heller. Langsam heller. Es war so, wie wenn ein Tag anbrechen würde, aber es war kein Sonnenaufgang. Es war nämlich keine Sonne zu sehen. Es war einfach nur, wie wenn es heller wird. Es war nämlich komplett weiß. Der Himmel war komplett weiß. Also wie wenn er in einem super dicken Nebel wäre. Komplett weiß. Und die Fläche, auf der ich stand, war auch komplett weiß. Und eben so lang, oder in jede Richtung, soweit man schauen konnte, komplett eben. Ein glatter, weißer Boden vor einem komplett weißen Himmel. Sehr gedämpftes, diffuses Licht, keine Sonne zu sehen, es gab keinen Schatten, es gab keine Wolken, es war alles weiß. Okay? Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Ja, wie gesagt, bist du ja in der Vision. Denkst du, bin ich hier auf einer Salzpfanne in der Wüste irgendwo? Oder stehe ich auf dem zugefrorenen See mit dem Weißen? Ja, oder wo bin ich hier? Bin ich in der Arktis auf dem Eisfeld? Oder was ist das? Jetzt war es aber weder kalt noch warm. Es war eigentlich überhaupt nichts. Eigentümlicher Ort. Es gab kein Grashalm, es gab kein Vogelgezwitscher. Es war ein Ort, der war komplett leer. Leer. Leerer geht es gar nicht mehr. Nicht das Geringste zu sehen. Hier war nichts. Nichts, absolut nichts. Komplett leerer Ort. Nur eine einzige große Ebene, helle, weiße, leere Weite. Und dann sagt der Herr etwas Bemerkenswertes zu mir. Und er sagt, dies ist der Ort, wo deine Sünden aufbewahrt werden. Da muss ich ziemlich verdutzt aus der Wäsche geguckt haben. Und dann sagt er, es ist ein sehr schöner Ort für mich. Ich liebe ihn. Manche Menschen haben an ihrem Ort ganze Berge aus Stein aufgetürmt. Doch dieser Ort ist leer durch das, was ich für dich getan habe. Und ich habe ihn gefragt, wo ist die Sünde? Und er antwortete, ausgelöscht. Sie ist nicht mehr da. Es gibt nichts, was uns trennt. So, das war natürlich etwas, was mich extrem gepackt hat. Ja, was mich fasziniert hat. Einfach dieses Bild von diesem Nichts. Es ist nichts mehr da. Es hat mich wirklich bewegt. Und so ähnlich will der Herr dich führen. Auch für dich persönlich. Dinge zu sehen, dir Dinge zu zeigen, die für dich sind. Ja, solche Wahrheiten dir einfach zu offenbaren. Ein anderes Beispiel, das ist ja, ein bisschen herausfordernd. Wieder fragte Jesus mich, ob ich etwas sehen wollte. Ich bejahte, der ergriff meine Hand und wieder war es mir so, als ob wir eine Zeit lang durch die Luft fliegen würden.
Und dann waren wir in einer Landschaft, einer unbewohnten, aber normalen Landschaft. Ne? So, und direkt vor uns, also einen Schritt entfernt, war ein kreisrunder, riesiger Abgrund. Der war ein paar hundert Meter im Durchmesser, kreisrund, richtig ein gigantisches Loch. Ein richtiges rundes Loch, ein zylinderförmiges Loch, steile Wände. Sonderbar. Was war das? Einfach nur so ein Loch. Dann habe ich da reingeguckt und dann erkannte ich auf dem Boden von diesem riesigen Loch, da waren Dinge hingestreut. Das war so wie Bodensatz. Der Boden war noch nicht mal davon komplett bedeckt. Das war alles nur so wie so Bodensatz. Und das waren Edelsteine, Juwelen, Colliers, viele Kronen, Goldbarren, Schmuckstücke aller nur denkbaren Art, so Silberzeug, alles Mögliche. Es war durchaus viel, aber jetzt da auf diesem Riesenloch, das war nur Bodensatz. Ja? Haben das nicht mal komplett bedeckt. Ich wusste, da sind unschätzbare Kronjuwelen dabei. Da sind Dinge dabei, die extrem wertvoll sind. Und doch war es in diesem Loch nur so ein Bodensatz. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, schau dir das an. Das ist der Reichtum dieser Welt. Das ist das, was an kostbaren Schätzen in dieser Welt existiert. Das ist alles. Mehr hat die Welt nicht zu bieten. Für diese Reichtümer wurden Verbrechen und Kriege begangen. Unzählige Menschen gaben ihr Leben dafür hin. Und doch ist es so wenig. Und dann passierte etwas komplett Unerwartetes. Das Loch füllte sich langsam. Und zwar war es so, dass einfach irgendwie aus der Luft plötzlich kostbare Gegenstände ganz langsam da reinsanken. Ja, ich habe nicht gesehen, wo die herkamen. Ich habe nicht gesehen, was sich da eigentlich passierte. Wie so ein sanfter Regen fielen die da rein. Edelsteine in allen nur denkbaren Arten, Formen, Farben und so weiter. Alles Mögliche füllte langsam dieses Loch. Ich habe auch nicht gesehen, was mit dem Bodensatz geschah oder so. Aber ganz langsam füllte sich dieses monstergroße Loch immer mehr mit diesen unvorstellbaren Schätzen, unermesslich, unvorstellbare Zahl von kostbaren Gegenständen. Ja, es glitzerte und funkelte, das Licht brach sich also milliardenfach in diesen Prismen, diesen Facetten der kostbaren Steine, die da vor mir lagen, und es dauerte eine ganze Zeit und irgendwann war das Loch angefüllt. Man konnte die Tiefe von dem Loch gar nicht mehr erahnen. Eigentümlich, ganz eigentümlich. Was war das? Und dann hat der Herr mir etwas gesagt, was mich wirklich erwischt hat. Er hat gesagt, das sind die Schätze deines Lebens. Das ist die Frucht, die in Ewigkeit Bestand hat. Das ist dein Lohn. Also das ist das, was der Himmel zu bieten hat sozusagen. Er hat gesagt, mit zwei Händen von dem, was du hier siehst, wärst du einer der reichsten Menschen auf Erden. Und dann hat er mir auch erklärt, dass es im Himmel tatsächlich Lohn gibt. Unterschiedlichen Lohn für das, wie Menschen hier auf der Erde gelebt haben. Ja? Was wir in unserem irdischen Leben säen, was wir hier investieren, werden wir in der himmlischen Vollendung ernten. Matthäus 5, Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und dann wurde mir bewusst, es gibt wirklich Lohn im Himmel. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, auf der Erde Lohn oder Frucht, wie die Bibel es auch nennt, für die Ewigkeit, für den Himmel zu sammeln. Und die kleinste Tat, die kleinste gute Tat in diesem irdischen Leben, Jesus spricht ja davon, wenn du jemanden besuchst, wenn du jemanden kleidest, wenn du jemanden was zu essen bringst und so weiter. Die kleinste Tat bringt etwas Kostbares in der Ewigkeit hervor. Und davon wird niemals irgendetwas verloren gehen. Und er zeigte mir durch dieses Bild für mich den Unterschied zwischen dem Tand dieser Welt
und dem, was wirklich in seinen Augen in Ewigkeit kostbar ist, aus seinen Sichtweise. Und ich weiß, jeder von uns hat die Möglichkeit, diese Schätze zu sammeln, diesen Lohn im Himmel zu bekommen, ja, Schätze für die Ewigkeit. Und wenn du mit dem Herrn gehst, ich persönlich glaube, jede Tat, jedes Gebet, jedes Investment ins Reich Gottes, alles, was du tust auf deinem Lebensweg, wird in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Und alles, was man sonst so tut, ohne dass es Relevanz für das Reich Gottes hat, wird in der Ewigkeit eben nicht wiedergefunden werden. Und deshalb sollen wir sehr fokussiert sein auf das, mit dem wir unser Leben füllen. Und dann fiel mir ein, dass Menschen, die vielleicht in großer Armut sind oder unscheinbar sind, die man so übersieht, Leute sein können, die hier vielleicht übersehen werden, die aber die Möglichkeit haben, in der Ewigkeit, im Übernatürlichen, unermessliche Reichtümer anzusammeln. Ja? Ich dachte beispielsweise so an Christen in Fernost, die verfolgt werden. Sie haben die Möglichkeit, Reichtümer anzusammeln, von denen die Welt keine Ahnung hat. Matthäus 6, Vers 20. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Noch ein Impuls, den ich hatte. Jesus befand sich neben mir und hielt meine Hand. Es war Nacht. Ich wusste, wir befinden uns an irgendeinem Ort hier auf der Erde. Denn was uns umgab, war so eine natürliche, irdische Dunkelheit. Und ich hörte, wie eine Person in der Dunkelheit in Zungen sang. Also in ihrer Gebetssprache hat die gesungen. Und ich wusste, es ist ein Christ, der in Einzelhaft sitzt, in einem totalitären Staat, der gefangen ist. Ein Christ, im Natürlichen gefangen, blockiert, eingekerkert. Es war nicht zu sehen, nur sein Gesang war zu hören. Und Augenblicke später sah ich die gleiche Person auf einer weiten Wiese stehen, von zahlreichen Engeln umgeben, mit einer langen weißen Robe bekleidet. Jesus befand sich neben ihr, alles war in Licht, in Duft, in Herrlichkeit eingebettet. Und immer noch war dieser Gesang zu hören. Und mir wurde bewusst, hey, als Kinder Gottes sind wir Bürger zweier Welten. Bürger zweier Welten. Unser Dasein hier auf der Erde und in der himmlischen Dimension, in dem übernatürlichen Bereich, verläuft komplett parallel. Gleichzeitig. Ja? Und es ist wichtig, dass wir als Christen ein Verständnis dafür bekommen und unser Blick für die geistliche Realität geöffnet ist. Denn nur dann können wir die Dinge, die uns in der natürlichen Welt begegnen, richtig einordnen. Und das ist gerade in dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, in der so unvorstellbar viel Lüge, Betrug und Manipulation und Elend und Angst und Sorge und Not und Furcht ist. Es ist wichtig, dass wir das sehen, was wirklich in der geistlichen Welt Realität ist. Und nicht nur auf das, was hier uns vor unseren Augen abgespielt wird. Und dann habe ich in kurzen Sequenzen gesehen, im natürlichen Menschen und dann in der geistlichen Welt. Da war beispielsweise jemand auf dem Sterbebett, jemand saß im Rollstuhl, jemand war im Gefängnis, war angekettet im Arbeitslager. Ja, und solche Situationen. Und dann kurz darauf erblickte ich die gleichen Personen im Geistlichen, in der himmlischen Dimension. Und da befanden sie sich in einer Position der Herrlichkeit, ganz ähnlich wie dieser Gefangene, den ich am Anfang gehört hatte. So, und wir sind Bürger zweier Welten. Was hier ist, mag vielleicht beklemmend sein. Gleichzeitig befinden wir uns in der geistlichen Dimension und gehen mit dem Herrn vorwärts. Ja? Gleichzeitig passiert da was völlig anderes. Und diesen Blick müssen wir haben. Und deshalb müssen uns die Augen geöffnet sein, damit wir das realisieren, worum es wirklich geht. Bürger zweier Welten. 1. Korinther 15, Vers 44. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Gut, die Bibelstelle wird normalerweise anders interpretiert. Aber eigentlich ist es wahr. Wir sind natürlich und wir sind geistlich. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt.
Wir sind Geistwesen, aus dem Heiligen Geist neu geboren. Ja? Wir haben eine Seele, leben in einem Körper, aber wir sind ein Geist. So, das waren so einfach Dinge, die der Herr mir gezeigt hat und wo ich so reingegangen bin. Das gab es hunderte von solchen Bildern im Laufe der Zeit. Viele davon habe ich aufgeschrieben. Hier in diesem Buch habe ich auch etliches davon geschrieben. Auch die Sachen, die ich jetzt hier vorgetragen habe, stehen hier drin, falls dich das interessiert. Es ist so ein erster Schritt, um da hineinzukommen, in den Bereich geistlich zu sehen. Entdeckungsreise im Himmel. Wie gesagt, bei mir sehr stark in diese himmlische Dimension fokussiert. Jetzt gibt es natürlich, und dazu gehörst du hoffentlich, zahlreiche Menschen, die sich sehnen, in diesem Übernatürlichen voranzugehen, zu hören, zu sehen, sich in dem Übernatürlichen zu bewegen, im Himmlischen zu bewegen. Ja, und der Herr sagt dir, okay, ich will dich auf deine eigene Entdeckungsreise nehmen. Und ich möchte dir jetzt einfach ein paar Hinweise geben, wie das ist, wie du auf diesem Weg am besten vorankommst. Das Allerwichtigste ist, dieses geistliche Sehen, auch das geistliche Hören, ist kein Automatismus. Ja? Das ist nicht was, was irgendwie mystisch über dich kommt, unkontrollierbar und auf einmal passiert da was, ja, sozusagen zwanghaft. Ne? Nein, nein. Das entspringt aus der persönlichen Herzensbeziehung zum dreieinigen Gott. Zum Vater, Yahweh, zum Sohn, Yeshua HaMashiach und zum Heiligen Geist, dem Ruach HaKodesh. Ja? Dazu brauchst du eine Herzensbeziehung. Eine wirkliche Herzensbeziehung. Und dann entwickelt sich das als quasi ganz natürlicher Prozess. Das Grundlegendste ist, du musst natürlich wiedergeboren sein. Wer nicht wiedergeboren ist, der kann nicht erwarten, in der himmlischen Dimension Dinge zu sehen. Das funktioniert nicht. Ja? Denn wer nicht wiedergeboren ist, hat überhaupt keinen Zugang zur himmlischen Dimension. Weder jetzt noch in der Ewigkeit. Man muss Jesus als persönlichen Herrn und Retter angenommen haben, man muss wiedergeboren sein. Ja? Bekehrung, Lebensübergabe, Wiedergeburt sind von absolut entscheidender Bedeutung. Also, erst durch eine persönliche, wissentliche, ehrliche, willentliche Entscheidung, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen, wirst du zu einem Christen. Das ist ja auch schon alleine eine umkämpfte Wahrheit. Ja? Wir leben in einem System, wo man sagt, naja, bist du irgendwo Mitglied, steht dein Name auf irgendeiner Liste, alles in Ordnung. Ja? Seelenheil durch Mitgliedschaft, das wird dir allerorten angeboten. Ja? Vorsicht, Vorsicht. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Es geht um eine persönliche Beziehung, eine ganz persönliche Herzensbeziehung. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, wissentlich und willentlich, ja, kommt es zum Wirken des Heiligen Geistes, er nimmt in dir Wohnung und es kommt zu einer geistlichen Neugeburt. Und da gibt es eine super interessante Bibelstelle, Johannes 3, Vers 3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Interessant, dass hier das Wort sehen verwendet wird, ne? Normalerweise wird es natürlich so verstanden, er kann dann nicht ins Reich Gottes kommen. Ich glaube, dass das richtig ist. Aber Jesus selbst sagt hier, wer nicht von Neuem geboren ist, kann es nicht sehen. Weder im Natürlichen noch im Geistlichen kann es überhaupt nicht sehen. Wir müssen von Neuem geboren sein, um überhaupt sehen zu können in der himmlischen Dimension. Amen. So, wenn dann der Mensch neu geboren ist, dann beginnt langsam ein Prozess des Wachsens, des Lernens, des Verstehens, der Erkenntnis. Der ist ja wie ein Baby, neu geboren. Ja? Da wird sich drum gekümmert und so weiter und der muss erstmal lernen, mit den Dingen umzugehen, bis er langsam wächst, immer mehr heranwächst und irgendwann in eine Reife kommt. Das ist kein Automatismus. Das hat was damit zu tun, dass man den Herrn immer mehr kennenlernt, immer mehr in die Beziehung mit ihm reingeht, immer mehr ihn erkennt. Also, klassisch nannte man das früher den Lebensstil der Heiligung. Das war damit gemeint, dass man da hineinkam, immer mehr in dieses Leben mit dem Herrn. Ja? So, Wachstum,
Training, Erprobung, mal Fehler machen, mal hinfallen, ja, weitermachen, wieder aufstehen, Korrektur annehmen und so weiter. Immer ein Prozess, wie im Natürlichen, auch im Geistlichen da reinzukommen. Weißt du, es gibt Leute, die denken, oh ja, da ist das Ding mit Elisa natürlich auch so ein Beispiel. Der mächtige Mann Gottes legt mir die Hand auf und zack, kann ich alles sehen und alles ist super. Solche Fälle gibt es, ist aber echt die Ausnahme. Das ist etwa so, wie wenn du sagen würdest, oh Herr, um dich wirklich, wirklich loben zu können und richtig gut im Lobpreis dienen zu können, bitte schenk mir die Gabe des brillanten Klavierspielens. Ja, ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Aber normalerweise funktioniert es nicht so. Sondern, wenn du auf dem Herzen hast, den Herrn durch dein brillantes Klavierspiel im Lobpreis zu dienen, dann fängst du an zu üben. Du fängst an, das zu trainieren. Ja, du fängst an, dich damit zu beschäftigen. Du gehst da rein. Und das dauert seine Zeit. Und genauso ist es im Geistlichen. Um sehen zu können, um hören zu können, um die Dinge des Geistes verstehen zu können, dauert es einen Prozess. Es dauert diese persönliche, intime Beziehung. Da muss man reinkommen. Es ist wichtig, ne? Um geistlich geübte Sinne zu bekommen, wie die Bibel es nennt. In diesem Wachstumsprozess, in dem sich jeder Christ auf dem Globus befindet, ja? Jeder Einzelne befindet sich in einem Wachstumsprozess. Manche gehen da relativ aktiv, mutig voran, manche sind da leider ein bisschen nicht so aktiv, ja, und bleiben dann irgendwo auch hängen, müssen vielleicht die Klasse zweimal, dreimal, viermal machen. Ne? In diesem Wachstumsprozess kommt es eben zu zahlreichen Attacken, auch des Feindes. Zu Versuchungen, zu gedanklichen Angriffen. Der Satan will versuchen, dir das zu rauben. Ja? Er will dich schwächen, er will dich stoppen, er versucht dich auszuschalten. Er möchte nicht, dass du im Geist sehen kannst. Er möchte nicht, dass du im Übernatürlichen vorangehen kannst. Er möchte nicht, dass du für Leute betest und die sind geheilt. Das will er nicht. Und schon gar nicht, dass Dämonen ausgetrieben werden. Und deshalb kommt da eine Fülle von irgendwelchen gedanklichen Sachen oder auch irgendwelchen komischen Theologien, die davor warnen oder sowas, ja, im Geist vorwärts zu gehen, mit dem Herrn vorwärts zu gehen, um dich davon abzubringen, dort hinein zu pressen. Aber durch das Überwinden von diesen Angriffen wirst du stärker, wirst du immer mehr trainierst, wirst du kampferprobter, du wirst reifer. Und je reifer du wirst, desto mehr wirst du sehen, dass der Herr dich wirklich gebraucht. Mal jetzt ganz praktisch für diese Wachstumsgeschichte. Also zumindest für mich war das sehr hilfreich, aber ich glaube, für dich ist es auch hilfreich. Es geht ja ums Sehen insbesondere, ne? Sehen. So, ganz einfach die Frage, was siehst du dir an? Was siehst du dir an? Was lässt du so in dich rein? Ne? Schau dir keine Filme an, von denen du weißt, dass sie dich nicht weiterbringen in der Beziehung mit dem Herrn, die nicht gut für dich sind, die dich vielleicht auf dem Weg von Gott irgendwie ein bisschen wegbringen. Ne? Vielleicht auch, wenn andere Christen dich dazu verleiten wollen. Die meisten Filme sind gerade für das Sehen eine gigantische Blockade, ne? Eine geistliche Blockade. Fernsehen, Internet, auch vieles in Social Media, kann dich komplett davon blockieren, im Geist Dinge sehen zu können. Warum? Weil du im Natürlichen völlig zugedröhnt wirst. Und einer der Hauptpunkte sind tatsächlich die Nachrichten. Viele, viele Menschen und viele, viele Christen sind süchtig nach Nachrichten. Und ich meine süchtig. Die können sich nicht vorstellen, mal zwei, drei Tage oder eine Woche komplett vor Nachrichten frei zu sein. Sie brauchen das. Wie als ob es am Tropf hängt. Ja, und dann kommt diese Infiltration, die Manipulation, die Nachrichten, ein Ding nach dem anderen. Und es durchtränkt deinen Glauben und es infiltriert dich. Und kein Mensch, der sich das anschaut, kann sich davon, kann dem entkommen. Ja? Es ist zu fein gesponnen. Wenn du das zulässt, dass es in dich reinkommt, ist es in dir drin. Ja? Deshalb wäre es vielleicht für manchen schon mal sehr hilfreich, einfach mal von den Nachrichten zu fasten. Das ist gar nicht so leicht, von Nachrichten zu fasten. Interessanterweise gibt es nicht wenige Männer und Frauen Gottes, die wirklich vom Herrn gebraucht werden, die überhaupt keine Nachrichten schauen.
Ich sage nicht, dass die irgendwie so asketenmäßig das nicht mitkriegen, aber sie setzen sich dem nicht aus. Und der Herr schenkt ihnen schon die richtigen Nachrichten auf irgendeine Art und Weise, durch Mails oder sonst was, dass sie die erfahren. Ne? Natürlich auch die Magazine, die Bücher, die Zeitschriften, mit denen man sich den inneren Menschen füllt, die Musik, die man hört, die Computerspiele, die man sich anschaut. Und immer ist die Frage, verherrlicht es Gott? Baut es deinen inneren Menschen auf oder blockiert es dich? Und da ist es einfach so, dass du am besten jetzt den Heiligen Geist bittest und sagst, Herr, hilf mir, zeig mir, was ist förderlich und was ist nicht förderlich. Und hilf mir da einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Und da finden wir in der Bibel eine super interessante Liste. Neues Testament, eine super interessante Liste. Die Bibelstelle solltest du dir auf jeden Fall aufschreiben. Philipper 4, Vers 8. Und diese Liste, ja, die sagt glasklar, was die Kriterien sind für die Dinge, mit denen du dich beschäftigen sollst. Autsch. Es gibt eine biblische Vorgabe, wie die Dinge zu sein haben, mit denen du dich beschäftigen sollst. Schon gewusst? Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das sind 8 Punkte. 8 Punkte, die du als Maßstab setzen kannst für die Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Sind sie wahr? Sind sie ehrbar? Sind sie gerecht? Sind sie rein? Sind sie liebenswert aus der Sicht Gottes? Sind sie wohllautend? Sind sie eine Tugend? Sind sie ein Lob? Das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Weißt du was? Da fallen 100% aller Nachrichten durch. Und bestimmt 90% aller Filme. Das ist ein biblisches Kriterium. Pass mal auf, ich sag's mal ganz deutlich. Du kannst nicht erwarten, im Geist Dinge zu sehen, in der Himmelswelt Offenbarung zu erleben, wenn du in Pornografie gebunden bist. Ja? Luther sagt, die Lust der Augen. Das funktioniert nicht. Du kannst es auch nicht erwarten, wenn du dich einen halben Tag lang mit Ballerspielen beschäftigst. Ja? Du kannst es nicht erwarten, wenn du nachrichtensüchtig bist, dass du gleichzeitig im Geist irgendwelche tollen Offenbarungen sehen kannst. Das funktioniert nicht. Du bist im Irdischen zu sehr mit dem Sehen in die falsche Richtung beschäftigt. Ne? So, diese Bibelstelle in Philipper 4, Vers 8 ist eine Anordnung. Ja? Das ist ernst zu nehmen. Die Bibel sagt, hey, Brüder, hört mal, erstens, zweitens und so weiter, bis achtens, das soll das sein, was ihr erwägt, womit ihr euch beschäftigt. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Bibellesen. Bibellesen. Eieiei. Wenn du sehen willst, den Herrn, wenn du ihn kennenlernen willst, musst du intensive Gemeinschaft mit ihm haben, du musst dich mit ihm beschäftigen. Bibellesen ist unerlässlich, denn es gibt nichts, 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 was dir den übernatürliche Realität, was dir Gott verlässlicher und klarer und unmissverständlicher vermittelt. Und zwar Bibel, nicht christliche Bücher. Es gibt super gute Bücher, christliche Bücher. Es gibt auch viel Schund, aber es gibt viele gute christliche Bücher. Aber das ersetzt nicht, dass du die Bibel liest. Die Bibel, das ist das Wort, was lebendig ist und was in dir Dinge bewirkt. Wenn du dich damit auseinandersetzt, dich damit beschäftigst, ja, es verändert dein Leben. Hab gerade heute von jemanden gehört, der liest 3-mal im Jahr die Bibel durch, komplett. Er sagt, das verändert sein Leben immer mehr. Er entdeckt ständig neue Sachen, es wird immer begeisternder. Ja? Viele Leute, die nicht die Bibel lesen, sagen, das ist ja so langweilig. Ja, vielleicht fängst du erst mal an, zu merken, wie diese geistliche Realität dein Leben verändert. Schriftstudium, persönliches Schriftstudium ist absolut notwendig. Denn womit du dich füllst, das ist in dir. Wenn du dich mit den Dingen der Welt füllst, dann sind die Dinge der Welt in dir. Wenn du dich mit den Wahrheiten Gottes füllst, dann ist das eben das, was dein Denken und deine Sichtweise prägt. Und da finden wir in Kolosser 3, Vers 1 und 2, folgende Aussage, die auch eine Anordnung ist. Auch keine Empfehlung, sondern eine Anordnung, ja, die ernst zu nehmen ist.
Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also wiedergeboren seid, ne, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Aha, wir sollen das suchen, was droben ist, wo Christus ist. Wir sollen uns nach der himmlischen Dimension ausstrecken. Suchen, aktiv. Wir sollen es suchen, ja? Wir sollen in die himmlische Dimension uns sozusagen bemühen, da hinein suchen zu können, schauen zu können. Sind auf das, was droben ist. Sinnen, das ist ja noch stärker. Unsere Sinne darauf ausrichten, auf das, was droben ist. Ja, auf den Herrn, auf die geistliche Dimension, auf die himmlische Realität, ins Übernatürliche. Sinnen auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Hei, hei, hei. Weißt du, das sind Anordnungen, die sollten wir ernst nehmen. Die Bibel sagt uns, hey, worauf schaust du? Überleg doch mal, womit du dich beschäftigst. Was suchst du? Wonach sinnst du? Und ich sag dir, die Welt um uns herum, die ist so bemüht, jedes Quäntchen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So viel Sorge, so viel Angst, so viel Beschäftigung, so viel irgendwas, dass sie dich komplett berauben will von dem, was der Herr für dich hat. Der Herr sagt, du sollst mich sehen können. Nicht in meiner Herrlichkeit. Du sollst mit mir in diesem geistlichen Bereich vorwärts gehen können. Und der Teufel hasst das. Und der versucht das zu verhindern, wo es immer nur möglich ist. Und das ist genau das Problem, in dem sich jeder von uns befindet. Dann natürlich das Gebetsleben ist von entscheidender Bedeutung. Wo du wirklich Zeit mit Gott verbringst, die ihm deine Liebe ausdrückst, wo du ihm dankst für das, was er getan hat. Diese Zeit mit ihm ist unerlässlich, also das ist wirklich notwendig, weil nur in dieser persönlichen Zeit mit ihm bekommst du auch diese Visionen und Impulse und Eindrücke natürlich. Ne? Und wenn du reifer wirst, entdeckst du, dass das Gebet auch kein Monolog ist, sondern ein Dialog und du hörst, wie der Herr mit dir spricht und du kommst da hinein in diese Reife, ja? Der in dir wohnende Heilige Geist kommuniziert mit dir. So, und das ist der Beistand, der Ratgeber, der dich leitet in alle Wahrheit. Wenn du mit dem nicht kommunizieren kannst, wird es schwierig. Wie soll er dich in alle Wahrheit leiten, wenn du seine Stimme nicht hörst? Ne? Wir müssen da hineingehen. Wir müssen lernen, wirklich in diesem Übernatürlichen mit dem Herrn laufen zu können. Und das ist eigentlich ist das nur sein Reden in dein Herz hinein. Das ist nichts super Spektakuläres, die Stimme Gottes, die vom Himmel herunter donnert, sondern es ist das Reden des Heiligen Geistes in dein Herz hinein. In diese Dinge, dass du weißt, was einfach die Absichten Gottes sind. Schau, und viele Christen, die verwechseln so, sagen wir mal, ihr Gewissen mit dem Heiligen Geist. Ja, dann kommen irgendwelche Impulse, wie beispielsweise, du musst dich noch bei dem sowieso entschuldigen. Oder ruf doch jetzt mal sowieso an. Oder bring mal diese oder jene Sache in Ordnung. Besuch doch jetzt mal diesen Kranken da. Mach jetzt die Glotze aus. Ja, nimm dir jetzt Zeit, Bibel zu lesen, nimm dir jetzt Zeit, Lobpreis zu hören und so weiter. Und wir denken, ach, das ist nur so ein Impuls, mache ich später, passt mir jetzt nicht. Und wir schieben es zur Seite und es ist weg. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes, der dich einfach da hineinholen will. Ja, und wenn wir das zur Seite wischen, wenn wir das ignorieren, dann wird es beim nächsten Mal ein bisschen schwerer. Und beim nächsten Mal noch ein bisschen schwerer. Und beim nächsten Mal noch ein bisschen schwieriger. Ja? Je öfter wir das von uns weisen, desto schwieriger wird es, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Aber das Positive ist, wenn du darauf reagierst, wird es beim nächsten Mal leichter und beim nächsten Mal leichter und beim nächsten Mal leichter. Und du kannst heute anfangen, wenn du diese Impulse hast, ihnen einfach Raum zu geben. Was soll denn schon passieren? Du gibst einfach Raum, du gibst diesen Impulsen, gehst den Impulsen nach und du wirst sehen, wie du immer mehr merkst, wie der Heilige Geist dich in deinem Leben leiten will. Du brauchst diese Zeit mit Gott und du brauchst das Gespräch mit Gott. Und du solltest da hineinkommen, dass du merkst, es ist ein echter Dialog. Für mich damals war ganz entscheidend, waren Gebetsspaziergänge. Da war ich allein, da hatte ich Zeit, da bin ich irgendwie unterwegs und habe mit dem Herrn über alles Mögliche gesprochen, mache ich bis zum heutigen Tag. Ja? Und andere ziehen sich in ein Räumchen zurück oder können das machen, wenn sie Auto fahren und so weiter. Du musst da deinen persönlichen Zugang finden.
Eine Sache, die das Sehen und Hören im Geist natürlich massiv beeinträchtigt oder gar unmöglich macht, ist, wenn man Probleme mit dem Heiligen Geist hat. Beispielsweise theologische Sachen oder Befürchtung oder Missachtung, ja, gibt es leider öfter, als man denkt. Leute, die irgendwas gegen den Heiligen Geist haben, wo einfach die teuflische Propaganda entsprechend wirksam war und das Wirken und die Kraft und die Vertrauenswürdigkeit des Heiligen Geistes in Frage gestellt wird. Und dann natürlich, und jetzt wird es spannend, Thema Geistestaufe. Die Geistestaufe, das ist natürlich dann so, sorry, ich sag's mal ganz salopp, wie wenn du dann den Turbo reinschaltest. Ja, das ist wie wenn du einen Gang höher schaltest. Die Geistestaufe, das ist natürlich der wesentliche Punkt, um in den wirklichen geistlichen Bereich hineinschauen zu können. Die Bekehrung ist nicht das gleiche wie die Geistestaufe. Die Bekehrung ist super, dann hast du den Heiligen Geist in dir, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber es gibt mehr für dich. Der Herr hat mehr für dich. Er hat diese Durchdringung, diese Erfüllung. Ja? Die ersten Jünger, die Apostel, die mit Jesus selbst gewesen sind, hatten das notwendig. Und genauso haben es du und ich notwendig. Wie jeder Christ auf dem Globus. Für mich ist das so eine Art Tiefenbekehrung, die Geistestaufe. Ein völlig anderes Level von persönlicher Beziehung zu dem Herrn. Eine viel intensivere Ebene der Beziehung. Und viele Christen, die jahrelang irgendwie so gelebt haben, wenn sie dann irgendwann an den Punkt kommen, dass sie eine Geistestaufe erleben, weil sie sich auf einmal danach ausstrecken oder auf einmal das in ihrem Leben wichtig wird, die sind verblüfft, wie viel der Herr mehr für sie hat und wie flach, sag mal, eindimensional ihr Leben vorher war. Sie sagen, ah, der Herr hat ein ganz anderes Level an persönlicher Beziehung zu mir. Ja? Weißt du, es geht ja auch darum zu sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich Vater, ich liebe dich Sohn, ich liebe dich Heiliger Geist. Diese persönliche, ich sag mal fast intime Beziehung zum Herrn. Das ist etwas, was durch die Geistestaufe wirklich ausgelöst wird. Und diese Geistestaufe passiert nicht automatisch. Das passiert auch nicht, dass der Herr über dich kommt und dich quasi da so halb vergewaltigt, um dir das aufzudrücken. Das ist nicht mystisch oder irgendwas. Nein. Du gehst zum Herrn, offen, mit ehrlichem Herzen und lädst ihn einfach ein, dich ganz zu erfüllen. Du sagst, Herr, ich bin bereit, dass deine Herrschaft in meinem Leben wirklich ganz neu aufgerichtet wird. Im Neuen Testament ist das Reden in Zungen im Allgemeinen der Erweis dafür, dass man dieses persönliche Pfingsten erlebt hat. Ja, also das kriegst du auch aus dem Neuen Testament nicht raus. Das steht da wirklich drin. Ich weiß, das Zungenreden ist so ein Thema, wo so viele Leute Stress haben und sich die verrücktesten theologischen Konstrukte einfallen lassen, um das wegzukriegen. Hey, Zungenreden ist gigantisch gut. Und es ist etwas, was für jedes Kind Gottes zur Verfügung steht. Es ist etwas, was der Herr für uns hat. Es ist ein Zeichen des neuen Bundes. Und ich persönlich glaube, und ich sage es nochmal sehr salopp, dass das Zungenreden uns auf eine andere Ebene katapultiert. Ich weiß, dass diese Aussage missverstanden werden kann. Aber ich persönlich glaube, dass es etwas ganz, ganz anderes in unserem Leben ermöglicht. Denn jetzt gestattest du dem Heiligen Geist, dass er aus dem Übernatürlichen durch dich, durch dein Sprachorgan, ja, dass deine Stimme und so weiter, natürlich sprechen kannst. Und du sprichst die übernatürlichen Weisheiten Gottes aus, die Wahrheiten Gottes. Ja? Die Dinge, die eben nicht durch deinen gefallenen irdischen Verstand gefiltert sind, sondern die wirklich aus dem Geist Gottes kommen. Halleluja. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und dann sagt Paulus, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Das ist 1. Korinther 14, Vers 2 bis 5. Und wenn Leute anfangen, Zeit zu verbringen, in Zungen zu beten, dann merken sie, wie ihr geistliches Leben wirklich wächst und wie sie in Position kommen und wie Dinge leicht werden, wie sie beispielsweise anfangen können zu beten, wie sie in Fürbitte zu treten beispielsweise, anfangen können, den Herrn zu preisen, anfangen können, Bibel zu lesen, anfangen können, Zeit mit dem Herrn zu verbringen, weil das etwas ist, was den inwendigen Menschen immer mehr aufbaut. Der Teufel fürchtet das, der hasst das, er versucht alles, um das madig zu machen. Er sagt, das ist unwichtig, das ist heute nicht mehr gültig.
Ja, da gibt es die verrücktesten Theologien, die das versuchen irgendwie wegzudrücken. Und gleichzeitig ist es das, was der Herr dir gegeben hat, um weiterzukommen in der Beziehung zu ihm. So, und ich möchte da jetzt gleich einfach mal ein Gebet weitergeben. Ja? Was du mitbeten kannst, wenn du einfach sagst, okay, das betrifft mich. Erlaube dem Heiligen Geist, durch dich zu fließen, deine Stimme zu gebrauchen, dir die Augen zu öffnen, dir die Ohren zu öffnen, die Ängste und Zweifel wegzunehmen, dich in seinen Shalom einzubetten und so weiter. Und wenn du dann tatsächlich die Freisetzung der Geistestaufe erlebt hast, wenn du tatsächlich merkst, dass da was kommt, dann bleib dran. Das muss auch Training sein. Ein Baby, wenn es geboren ist, fängt nicht an, in vollen Sätzen zu sprechen. Das muss entwickelt werden, das muss in der Sprache reinkommen. Das muss tatsächlich ohne Zwang und Druck lernen, daran voranzugehen. Wie gesagt, für mich waren Spaziergänge immer sehr wichtig, aber manche Leute, wenn sie, was weiß ich, im Bett liegen, entspannt sind oder in der Dusche, von mir aus im Auto unterwegs sind, allein sind, sagen, Herr, ich möchte das einfach haben. Das muss nicht vor Publikum passieren. Du kannst das ganz einfach mit dem Herrn machen. Und an der Stelle möchte ich noch einmal ein Buch empfehlen, was es nicht mehr gibt, was vergriffen ist, was wir dir aber gerne als PDF kostenlos zuschicken. Bitten um den Heiligen Geist, ein Buch, was schon zahlreichen Menschen geholfen hat in dem Punkt. Schicken wir dir gerne zu, ist ein PDF, kostenlos. Brauchst uns einfach ein E-Mail schreiben. Wenn das ein Thema ist, was dich bewegt, dann schreib mich an, ich schicke dir das zu. Okay, und jetzt möchte ich mit dir beten. Und ja, wenn dich das betrifft, wenn du sagst, ja, ich möchte da wirklich weiterkommen mit dem Herrn, dann bete mit mir dieses Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich um die Erfüllung mit deinem Heiligen Geist, um die Geistestaufe, wie Jesus sie in Johannes 14, 16 bis 19 und in Apostelgeschichte 1, 4 bis 8 verheißen hat, die ersten Jünger zu Pfingsten erlebten und die Millionen von Christen seitdem erlebt haben. Ich erlaube dem Heiligen Geist, aus mir herauszuströmen, wie die Schrift sagt, und dazu auch meine Stimme zu gebrauchen. Lass die Frucht des Geistes in mir wachsen und mein Leben immer mehr prägen. Gebrauche mein Reden, um dich zu verherrlichen. Nimm mein ganzes Leben. Ich übergebe dir die Herrschaft. Amen. So oder ähnlich kann ein Gebet sein, wenn du dem Herrn einfach sagst, Herr, ich möchte mich danach ausstrecken. Bitte schenke mir das. Weißt du, um in die geistliche Welt sehen zu können, ist auch wichtig, dass du es tatsächlich möchtest. Du musst es wollen. Das geschieht nicht automatisch. Ja? Du musst irgendwann den Herrn bitten, hey, Herr, öffne mir die Augen des Herzens. Ich will das sehen. Und du musst lernen, wie dein persönlicher Zugang ist. Ich hatte schon gesagt, das ist wie wenn ein Baby geboren ist. Das muss lernen, das muss da hineinkommen. Ich habe, wie gesagt, viele Jahre gebetet, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dein Angesicht sehen. Öffne mir die Augen, Herr. Und das ist stark umkämpft. Du musst hineindringen, dranbleiben und sagen, ja, ich will. Und das kennen wir auch, oft begegnet einem dann Spott, Unverständnis, Ablehnung, Vorwürfe von Menschen. Gerade die Leute, die im Geist vorwärts gehen, werden von den anderen beschimpft und attackiert. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Aber wenn es dir darum geht, dass du sagst, ja, ich will im Geist sehen, ich will im Geist hören, ich will da weiterkommen, ich will im Übernatürlichen mit dem Herrn vorangehen, dann habe ich noch ein Gebet für dich. Ja? Und es ist nur ein Beispiel. Du kannst das dann in deinen eigenen Worten formulieren oder einfach weiterbeten, wie du es auf dem Herzen hast. Und ich glaube, dass der Herr voller Freude bereits wartet, dass du dieses Gebet, dass du mit dieser Bitte zu ihm nahst. Lass uns gemeinsam darum beten, dass der Herr uns die Augen öffnet. Lieber Vater im Himmel, öffne mir meine geistlichen Augen. Lass mich sehen. Ich will dich sehen, deine Herrlichkeit. Ich will das sehen, was du für deine Kinder in der Himmelswelt, in der übernatürlichen Region vorbereitet hast. Ich will das Erbe der Heiligen im Licht sehen.
Lass mich in die himmlische Dimension blicken, die geistliche Realität, die mich umgibt, mit meinen Augen wahrnehmen. Öffne mein Verständnis, mein geistliche Erkenntnis. Nimm mich mit auf meine persönliche Entdeckungsreise in die himmlische Dimension. Nimm alles, was mich hindert. Nimm jede geistliche Blockade und Decke fort. Ich gebe dir meinen Kleinglauben, meine Verzagtheit, meine Ich-Bezogenheit, meinen Stolz, mein Blicken auf die Dinge dieser Welt, meine Gebundenheit hier in dieser Welt. Hilf mir, im Glauben, Vertrauen und Zuversicht zu entwickeln, eine tiefe und herzliche Liebesbeziehung zu dir zu entwickeln. Öffne mir die Augen, Herr. Öffne mir die Augen, Herr. Und ich glaube, wenn du das mit ganzem Herzen betest, dass der Herr wirklich, wirklich, wie für den Diener von Elisa, dir die Augen öffnen wird. Und weißt du, dieses geistliche Wachstum, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht irgendwann mal zu Ende. Auch die mächtigsten Männer und Frauen Gottes gehen weiter voran mit dem Herrn. Ja, das hört nie auf bis zum Tag, an dem der Herr dich abberuft. Du kannst immer reifer werden, du kannst immer mehr wachsen, du kannst in immer größere geistliche Vollmacht und Autorität hineindringen. Egal wie alt du bist, egal wie weit du im Glaubensleben bereits gekommen bist, egal was in deinem Leben schon erfahren hast, du darfst wissen, Gott hat mehr für dich. Und dann möchte ich dir, und damit bin ich am Ende, noch hier nochmal dieses Buch vorschlagen, Entdeckungsreise im Himmel von mir. Und hier ein Buch, was mir sehr geholfen hat, was wir auch bei uns im Shop haben. Öffne mir die Augen, Herr. Öffne mir die Augen, Herr. Es ist ein Buch auch, wo es darum geht, mit den Engeln zusammenzuarbeiten, von Gary Oates. Ein bemerkenswertes, kleines Buch. Sehr, sehr hilfreich. Also, wenn das dein Thema ist, einfach diese Empfehlung, diese beiden Bücher. Genau. Vor allen Dingen ist aber wichtig, und das ist gerade in der Phase, in der wir uns momentan befinden, wo so viel nach uns greift, wo so viel unsere Aufmerksamkeit ziehen will, so viel Sorge und Furcht und Bedrängnis und Dreck und wach, ja, wo man kontinuierlich bombardiert wird, dass wir da den Fokus richtig setzen. Den das Fokus stimmt. setzen und sagen, Herr, ich will von dir hören, ich will dich sehen, ich will hineinkommen. Und ich glaube wirklich, dass das in den vor uns liegenden Monaten und Jahren von entscheidender Bedeutung ist. Ja, ja. Heute in einer Woche, am Neujahrstag, wollen wir ein Wort, was der Herr uns gegeben hat, für die vor uns liegende Zeit weitergeben. Und du wirst merken, es ist zwingend notwendig, dass wir lernen, mit dem Herrn wirklich zusammenarbeiten. Wir haben überhaupt keinen Zeit, uns diesen Luxus gönnen zu können, uns von dem Blödsinn der Welt füllen zu lassen. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen vorwärts gehen mit dem Herrn und wir müssen sehen, wir müssen hören, wir müssen es von ihm leiten lassen, vom Geist der Wahrheit, wenn so viel Lüge um uns herum ist. Das ist etwas, wo wir auch gleich noch mal beten wollen. Also ich empfinde auch so die Tage, die wir jetzt so haben, diese Feiertage und nächste Woche und diesen Jahresabschluss, es ist eine sehr gute Zeit, um nochmal Gott wirklich ganz neu zu erleben, weil viel mehr Freiraum da ist, wenig Ablenkung da ist, viele haben frei und lass dir wirklich Zeit, lass dir da von Gott dienen, dass du mit ihm weitergehst in diesem Bereich, ihn kennenzulernen, lange Zeit auch einfach mal zu sitzen. Was ich oft gemacht habe, ist, mir selber Lobpreis angemacht habe, sitzen geblieben bin und nicht gleich wieder weggelaufen bin. Und ich hatte ja einmal so ein Erlebnis, wo der Herr zu mir gesagt hat, bleib doch noch ein bisschen. So, das sind so Erlebnisse, die ich auch hatte, dass ich höre jetzt nichts und das bei mir klappt das nicht und so. Das sind alles wirklich Informationen, die der Feind dir gibt und die er dir ganz schnell dahin legen wird, damit du wegkommst von diesem Dranbleiben und da reinpressen in das Erlebnis und in diese Beziehung mit dem Herrn. Und da wollen wir dich sehr ermutigen, das ganz neu in diesen vor uns liegenden Tagen zu üben.
Muskeltraining zu machen und da reinzugehen in diese geistlichen Muskeln, damit wir für die Zeit, die vor uns liegt, auch wirklich ausgerüstet sind. Wir wollen ausgerüstete Menschen sein. Es ist wichtiger, als du dir vielleicht jetzt vorstellen kannst, in den vor uns liegenden Wochen und Monaten. So viele Leute wollen vom Herrn gebraucht werden. Genau. Aber du musst ihm auch die Gelegenheit geben, dass er dich gebrauchen kann, mit dir reden kann, dich führen kann, dich in aller Wahrheit leiten kann. Ja. Amen. Yes. Amen. Und vor allen Dingen, wenn du tatsächlich zu den Leuten gehörst, die irgendwo gebunden sind, beispielsweise an diese Nachrichtensucht oder indem du irgendwie dich mit irgendwelchen, keine Ahnung, unguten Filmen oder sowas, das muss ja noch nicht mal was Schlimmes sein, das muss nur einfach was sein, was deine Aufmerksamkeit komplett wegzieht. Ja? Wenn du merkst, dass das etwas ist, wo du Schwierigkeiten hast, dann wollen wir beten davon, dass du auch davon frei wirst, wenn du merkst, dass du das gerne willst. Ja? Das ist nichts Verbotenes daran, Filme zu gucken, ist ja völliger Unsinn. Aber wenn das dich davon abbringt, zum Eigentlichen durchzubringen, ja, dann ist es gut, wenn du davon frei wirst. Ja. Amen. Amen. Okay. Amen. Let's go. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du viel mehr für uns hast. Viel, viel mehr für uns hast. Wir dürfen mit dir vorwärts gehen. Du sagst, wir sind eingesetzt mit dir in der Himmelswelt, in der geistlichen Dimension. Du hast gesagt, wir sollen suchen, wir sollen danach sinnen, was droben ist. Das heißt, wir können uns komplett darauf fokussieren, wer du bist, in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit. Wir können deine Engelsarmee sehen, wie sie das Land, wie sie vorwärts gehen. Wir können sehen, was du tust. Ja, nicht nur, was uns die Welt vorgaukelt, was hier passiert, sondern das, was wirklich in der geistlichen Realität vonstatten geht. Wir können die Augen geöffnet bekommen wie dieser Diener von Elisa, der eine ätzende Situation sah und die ganze ätzende Situation war nicht die Realität. Yes. Als er die Augen geöffnet bekam, hat er gesehen, hey, es sieht alles ganz anders aus. Und das brauchen wir. Das brauchen wir so dringend in dieser Phase. Und ich bete für dich, dass der Herr dir wirklich diese Augen öffnet. Ich bete für dich, dass er dir die Ohren öffnet, dass du hörst und dass diese Decke von dir weggenommen wird, damit du durchbrichst in das, was der Herr für dich hat. Im Namen Jeshua HaMashiach sage ich, weg mit der Decke. Die Augen werden geöffnet. Diese Blockade sei weggenommen. Du kommst hindurch. Und das, was dich so gefangen genommen hat, was dich beraubt hat, was dir diese Segnung Gottes weggenommen hat, es ist gebunden. Ja, und du bist freigesetzt. Wir sprechen aus, dass dieses Sehen können, dieses Hören können, dieses Vorangehen können in dir gelöst ist. Gelöst ist. Im Namen Jesus Christus. Gelöst ist. Das, was dich zurückhält, ist gebunden und das, was dich freisetzt, im Geist vorwärts zu gehen, ist gelöst. Genau. Ja, wir wollen zu denen hören, wovon gesagt wird, da wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und unser Herz soll bei dir sein, weil du unser größter Schatz bist. Du bist das, was uns für alle Zeit bleibt, was mit uns ist, mit uns geht, alles in allem uns ausfüllt. Und wir wollen wirklich bei dir sein, mit dir sein, dass du uns durchdringst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und dass es da gar keinen Unterschied mehr gibt, sondern dass wir eins sind mit dir, so wie du eins bist mit dem Vater. Du hast davon gesprochen, Herr. Und wir wollen, dass dieser Blutaustausch in uns stattfindet. Du in uns und wir in dir. Dass wir nicht getrennt sind, sondern dass wir an dir wie am Weinstock bleiben. Yes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Yes. Wir glauben, der Herr hat viel mehr für uns alle. Amen. Wir glauben, der Herr hat viel, viel, viel mehr für uns alle. Yes. Ja. Und auch wir in unserer westlichen Welt dürfen das erleben. Amen. Weißt du, es gibt Regionen, da ist das einfach von der Kultur her anders, ja, von der ganzen Situation her. In Afrika ist es wirklich anders. Die Grenzen zwischen der natürlichen Welt und der geistlichen Welt, die sind für sowohl die ganz normalen Leute, im Negativen wie im Positiven, sind für die ganz normalen Leute viel, viel, viel offensichtlicher. Ich will fast sagen, leichter zu passieren. Aber auch für uns. Wir brauchen uns nicht von unserem verkorksten humanistischen griechischen Denken blockieren zu lassen. Wir können durchbrechen in biblisches Denken und wir können durchbrechen in das, was der Herr für uns hat. So ist Halleluja. Es. Amen. Halleluja. Wir dürfen die Heere des Herrn sehen, die mächtig erscheinen. Genau, die Armee der Engel. Die Armee der Engel. Wir dürfen den Herrn selbst sehen, wie er auf dem Thron sitzt. Wir dürfen Engel sehen, wir dürfen vielleicht auch dämonische Sachen sehen, um einfach vorwärts zu gehen und effektiv dienen zu können. Dazu beten, genau. Ja. Halleluja. Halleluja. Sehr gut. Wir beten, dass
euch das Wort begleitet, dass es mit euch geht in die nächste Woche. Es ist die letzte Woche von diesem ganz speziellen Jahr. Und wir haben neulich schon mal gesagt, wir wollen einfach stark bleiben, nicht nachlassen, sondern stärker werden, stark dieses Jahr beenden. Und wir wünschen euch Segen, wir wünschen euch Kraft, wir wünschen euch Zuversicht und Glaube, dass Gott sein Werk in euch vollenden wird. Er hat es angefangen, er wird es tun. In Jesu Namen, verabschieden wir uns. Jawohl. Bis zum nächsten Freitag. Und wir stellen diese beiden Sessions wieder ein am Sonntag. Und Gott befohlen, eine gute Zeit und dann euch. Und bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Blessings, seid gesegnet. Genau. Ciao, ciao. Shalom.